Ja, sehr geehrter Herr Staatssekretär Klenk, und von meiner Seite aus die Frage. Sie haben ja gesagt, dass nach Ihrer Meinung nach es bei diesem Gutachten keine auch Probleme gibt. Wurden denn auch die Hubschrauberbesatzungen, die es in Baden-Württemberg gibt, zum einen von der Luftrettung, aber zum Beispiel auch von der Polizei darüber befragt, ob mögliche Standorte zum Beispiel auf der Achse Tübingen-Reutlingen überhaupt ideal sind für die Luftrettung? Und die Frage, die sich daran anschließt, wäre dann noch, ob es denn vielleicht auch sinnvoll wäre, noch einen weiteren Standort auch bei zukünftigem Bevölkerungswachstum dann mitzuplanen. Lieber Abgeordneter Jung, also ich will ja nicht überheblich klingen hier, aber so viel Ahnung, wie die selbsternannten Experten bei dem Thema gerade für sich in Anspruch nehmen, das habe ich selber. Und nichtsdestotrotz haben wir auch mit unserer Fachabteilung uns entschieden, dass wir nicht die nötige Kompetenz haben, genau das auszuwerten, was wir jetzt haben, und dafür ein renommiertes Büro beauftragt, das Erfahrung hat, was diese Planung angeht. Und damit ist ein Ergebnis. Und die haben ihre Erfahrungswerte natürlich auch von anderen Standorten, von anderen Ländern. Und da wurden eigentlich auch Fachleute, ich sage jetzt mal, die sich selbst in dem Bereich direkt auskennen, mit einbezogen. Das machen die automatisch, das ist keine Frage. Aber eins ist auch klar, da reden wir jetzt mehr hier offen, deutlich und klar. Wenn ich einen Hubschrauber von Adorf verlegen will, dann frage ich am besten die Besatzung von Adorf, ob sie damit einverstanden ist. Die Antwort kann ich Ihnen geben. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Sie haben ja versucht, meine Frage zu beantworten, ohne es zu machen. Ich hätte gerne noch mal von Ihnen bitte gewusst, wurden Hubschrauberbesatzungen angesprochen? Ich gehe davon aus, dass die auch das Beste fürs Land wollen und nicht, wie Sie das unterstellt haben, irgendwie da anders antworten würden. Die Frage war ja auch, wie das ist. Wir haben ja nicht nur die Luftrettungsbesatzung, sondern auch die Expertise der Landespolizei im Hubschrauberbereich, die ja Baden-Württemberg teilweise noch besser kennen als die Luftrettungsbesatzung. Und deswegen die Frage nochmals mit der Bitte jetzt um Beantwortung. Wurden denn überhaupt Hubschrauberbesatzungen damit involviert? Und die Frage, die Sie auch nicht beantwortet haben, warum macht man nicht einfach einen weiteren Standort und löst damit auch beispielsweise Redundanzprobleme? Wir haben ein Bevölkerungswachstum in Baden-Württemberg und deswegen ist es sicherlich auch sinnvoll, dass man da auch weiterdenkt und sich nicht auf so ein Gutachten, was Sie ja nicht selbst gemacht haben, da komplett versteift. Wir sind hier in der Politik und können da durchaus auch Lösungen herbeiführen, sodass es zum Wohle von uns allen ist. Also, lieber Herr Dr. Jung, Sie haben sicherlich vernommen, dass entgegen bisheriger Praxis künftig auch Luftrettungsstandorte nach Europarecht ausgeschrieben werden müssen. Und da werde ich keinen der Beteiligten zu irgendwas befragen. Okay. Wird den Teufel tun. Lassen wir extern machen. Da wird es eine Ausschreibung geben, eine europaweite. Wir wissen heute noch nicht, wer diese 10 Standorte betreiben wird. Das heißt, ich werde nicht die Expertise bei den betroffenen Organisationen oder Luftrettungsunternehmen einholen. Selbstverständlich werden wir zu gegebener Zeit, wenn wir wissen, wo diese 10 Standorte sein werden, schon nicht abgeschlossen, auch Expertisen unserer Landespolizei, Hubschrauberstaffel, bei der Gelegenheit auch mal erwähnt, mit deutschlandweit höchstem Ansehen, also da haben wir gute Berater, einholen. Keine Frage. Und was einen weiteren, sprich 11. Standort oder 12. angeht, werden wir uns von Ministeriumsseite überhaupt nicht dagegen wehren. Nur, ich habe gerade gesagt, wir müssen das europaweit ausschreiben, und die Luftrettungsunternehmen müssen diesen Standort wirtschaftlich betreiben können. Die müssen rechnen. Und jetzt geht es nicht um diesen Hangar, um diesen Standort zu bauen. Das ist ein Klacks an der ganzen Geschichte. Sondern es geht um den laufenden Betrieb. Und den bezahlen nicht wir, den bezahlen die Kostenträger. Und deswegen fassen Sie es bitte nicht als Provokation auf. Aber wenn Sie mir morgen ein Schreiben der Gesetze in Krankenkassen bringen, dass Sie einen 11. Hubschrauberstandort finanzieren, bin ich der Letzte, der dagegen ist.